So, herzlich willkommen. Ich hoffe, man kann mich hören und sehen. Das ist das erste Webinar, deshalb, und die Software kenne ich noch gar nicht, deshalb hoffe ich, dass vom technischen Standpunkt alles glatt läuft. Eventuell bitte, falls ihr mir, perfekt, super, danke Heinz. Falls es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, Ton oder Video, einfach reinschreiben. Perfekt. Super. So, Heinz, warten wir noch ganz kurz, bis vielleicht noch einige dazuschalten. Und sorry, also Recording. Okay. Starten wir. Ah, 29. Heinz, noch eine Minute. Dann beginnen wir. Hallo Angelika, hallo Jessica. Ganz kurz, dass vielleicht noch ein, zwei Leute dazustoßen und dann können wir beginnen. So. Okay. So. Das Thema von heute, schmerzfrei in 3 Schritten. Und zwar, jetzt gehen wir ganz kurz zum Aufbau dieses Webinars. Es wird circa, glaube ich, um die 20 Minuten dauern. Am Ende könnt ihr natürlich eure Fragen stellen. Genau, ihr könnt diese auch während des Webinars einfach im Chat reinschreiben. Und ich schaue mir die dann am Ende des Webinars an. Ansonsten, wenn ich da während dem Webinar die Fragen beantworte, dann verliere ich mich. Als Mann kann ich mehr als eine Sache gleichzeitig nicht machen, deshalb werde ich diese dann am Ende beantworten. So, der Aufbau. Was ihr heute von diesem Webinar hoffentlich ich euch beibringen kann, und zwar eben, wie ihr eben selbstständig Muskelschmerzen, das heißt Schmerzen, die eben von Muskelverspannungen verursacht werden, eben selbstständig lösen könnt und auch vorbeugen könnt. Zum Aufbau, zum dritten Mal, wo ich das anschneide, kurz eben werde ich die Ursachen für Muskelverspannungen eben beschreiben, dann die Lösung, die ist einfach, die ist nur eine, deshalb, das sind wir relativ schnell, und dann die 3 Grundprinzipien, was ihr eben zu Hause anwenden solltet, um eben diese Schmerzen dann loszuwerden. Und am Ende gibt es noch einen Gutscheincode für die, die es interessiert, eben für die Physio Kollmann und App, die wir danach sowieso sehen werden, im Wert von 100 €. Gut, falls ich zu schnell rede, einfach auch etwas reinschreiben, aber ich hoffe von der Geschwindigkeit. Und falls es Unklarheiten gibt, auch natürlich einfach das im Chat reinschreiben. Es ist ein bisschen komisch, dass nur ich selbst mich höre, also beim Reden, aber das ist wahrscheinlich die neue Realität, zumindest in Corona-Zeiten. Also, zu den Schmerzen. Wir werden, wie gesagt, von Schmerzen sprechen, die von Muskelverspannungen ausgelöst werden. Und das ist mal wirklich ein sehr, sehr großer Teil der Schmerzen, die Patienten zu mir in die Praxis führen. Oder auch eben Patienten so motivieren, sich an den Hausarzt zu wenden. Das sage jetzt nicht nur ich als Physiotherapeut und Osteopath, sondern es gibt wirklich auch Studien, die belegen, dass eine Großzahl von Schmerzen eigentlich von banalen Muskelverspannungen ausgehen. Genau. Und das heißt, man könnte diese, wenn man sie eigentlich vorzeitig erkennt, auch selbst in den Griff bekommen. Und wenn man eben zu lange wartet, dann riskiert man eben, dass das Ganze chronisch wird. Und wir werden jetzt eben sehen, was passiert, wenn man so eine Muskelverhärtung nicht ernst nimmt. Genau. Was ist überhaupt eine Muskelverhärtung? Eine Muskelverhärtung oder auch eine Muskelverspannung oder Myelolose, es gibt mehrere Begriffe dafür, ist eine Verdickung des Bindegewebes, das eben den Muskel umgibt und auch durchdringt. Hier sehen wir eben
Ich schalte die Maus ein, vielleicht sieht man die ganz kurz. Okay, ihr müsstet hier so einen roten Punkt sehen auf dem Bildschirm. Und da sieht man eben, das ist ein Foto von einem normalen Steak. Und da seht ihr eben in weiß diese Faszien. Das heißt eben diese Bindegewebsschichten, die den Muskel, also die den Muskel eben praktisch in seinem Innern aufteilen in verschiedenen Muskelfasern oder Muskelfaserbündeln. Und wenn eben eine Muskelverhärtung eben entsteht, dann am Anfang ist es so, dass die Muskelfasern sich einfach, die Muskelfasern haben immer die Aufgabe, sich praktisch zusammenzuziehen, zum Beispiel im Bereich des Bizeps, wenn ich jetzt den Arm anspanne, dann ziehen sich die Muskelfasern zusammen und wenn ich den Arm wieder ausstrecke, dann gleiten diese wieder auseinander. Und das Problem ist, bei einer Muskelverhärtung kommt eben dieses Auseinandergleiten nicht mehr zustande. Das heißt, die Muskelfasern, die bleiben eben so in dieser verspannten Situation. Und wenn eben diese Verspannung oder dieser Zustand über Monate, Jahre, Jahrzehnte besteht, dann erfolgt eine Umwandlung des Muskelgewebes. Das heißt, hier haben wir eben in Rot das Muskelgewebe und wie gesagt eben in Weiß diese Faszien, dieses Bindegewebe. Und mit der Zeit, wenn die Verhärtungen lange genug, also über Jahre vorhanden sind, dann entsteht direkt eine Umwandlung des Muskelgewebes in Bindegewebe. Und das ist ein Problem, denn klarerweise das sogenannte Muskelschwund, wo eben der Muskel hat eben diese Funktion, kann sich auseinander und wieder zusammen bewegen, je nachdem, ob wir eben den Muskel anspannen oder locker lassen. Und das Bindegewebe hingegen hat eben diese Funktion nicht. Das heißt, das Bindegewebe, das bleibt einfach nur. Das ist dann wirklich so ein relativ starres, hartes Gewebe, das eben den Muskel langsam ersetzt. Und natürlich ist die Lösung, wenn wir eben früh genug diese Muskelverhärtung erkennen und bearbeiten, weil da natürlich stoppen wir diese Umwandlung des Gewebes dass es nicht zur Faszie wird, dass es nicht zum Bindegewebe wird. Genau. Also, so. Ganz kurz. Die Umwandlung, wenn die mal erfolgt ist, die kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Also das ist wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht diese banalen Verhärtungen eben nicht beachten. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel hier am Trapez. Nicht? Hier ganz oben findet man oft diese verhärteten, verspannten, schmerzhaften Punkte. Das ist eben so eine Verhärtung. Und wenn da eben mit der Zeit diese Punkte immer starrer werden, dann eben irgendwann kann eben dieser Umwandlungsprozess zum Bindegewebe eben nicht mehr rückgängig gemacht werden. So, und diese Muskelverhärtungen, die schmerzen natürlich. Okay. Ganz kurz, dass ich da... Gut. Und warum schmerzen diese Muskelverhärtungen? Ganz einfach, weil die Verhärtung, das drückt die Blutgefäße im Muskel selbst ab. Und natürlich, wenn die Blutgefäße abgedrückt werden, da kommt eben weniger Sauerstoff in den Muskel rein. Und der Muskel, damit er arbeiten kann, muss ja genug Sauerstoff bekommen. Und wenn er eben nicht genug Sauerstoff bekommt, dann aktivieren sich gewisse Kompensationsmechanismen. Das bedeutet zum Beispiel, dass im Muskel selbst sich entzündliche Substanzen ansammeln. Und diese entzündlichen Substanzen, die sind eben die Verantwortlichen für den Schmerz, den wir da spüren. Und diese Verhärtungen, jetzt kommen wir eben zu den Ursachen, entstehen wie? Sie entstehen zum Beispiel durch Überbelastung. Ganz einfach, stellt euch vor, die Haltung, die typische Haltung vor dem PC, hier sieht man es eh auf dem Bildschirm,
Da sind wir wirklich die ganze Zeit mit dem Kopf nach vorne geneigt, die Schultern, die ziehen mit nach vorne. Und der Trapez, wenn wir hier eben heute im Bezug eben zu Nackenschmerzen dieses Webinar eben jetzt eben machen, da muss die ganze Zeit dieser Muskel hier, der Trapez eben an der Schulterpartie, der weckt hier den ganzen Schulterbereich, geht nach oben zur Halswirbelsäule bis hier zum Hinterkopf. Und dieser Muskel, der hat praktisch die Aufgabe, uns daran zu hindern, dass wir komplett nach vorne fallen. Das heißt, je mehr praktisch wir Zug von hier vorne, von der Vordermuskulatur eben haben, desto mehr muss der hintere Muskel, also der Trapez, eben arbeiten, um uns daran zu hindern, komplett nach vorne zu fallen. Denn wir wissen ja, für unseren Alltag müssen wir immer den Blick auf der horizontalen Ebene bewahren. Also wir können ja nicht so rumlaufen mit dem Kopf nach unten. Das heißt, wir müssen einfach, um die alltäglichen Dinge verrichten zu können, zumindest den Blick auf der horizontalen Ebene bewahren, und dafür aktiviert sich eben dieser Muskel. Aber natürlich nach Jahren oder Jahrzehnten, stellt euch vor, vielleicht einer von euch, also wer von euch viel vor dem Computer sitzt oder im PC arbeiten durchführt und vielleicht 8 Stunden am Tag in dieser Haltung eben ist, da muss der Muskel wirklich extrem, extrem viel arbeiten. Und mit der Zeit, vor allem wenn es eben ein schwacher Muskel ist, der also nicht trainiert wird, wenn mangelnde Beweglichkeit, also bei Personen, die eben sich wenig bewegen, das heißt, der Muskel immer weniger elastisch eben ist, da natürlich ist der Muskel irgendwann mal am Ende mit seiner Kraft. Und dann, aber er muss ja trotzdem arbeiten, weil wir wissen, wir müssen ja immer trotzdem noch den Blick auf der horizontalen Ebene bewahren. Und irgendwann muss er ja irgendein Kompensationsmechanismus eben sich da aktivieren. Und um zu verhindern, oder beziehungsweise weil sich da langsam sogar die Muskelfasern beschädigen und reißen, muss eben der Muskel diese Beschädigung mit irgendetwas ja ersetzen. Also der Muskel, der würde ja sonst brechen. Und dann entsteht eben dieser Ersatz des Muskels durch eben Bindegewebe, das wir eben vorhin gesehen haben. Genau, das waren jetzt die Ursachen. Das heißt eben, falsche Haltung ist meistens ein Thema, mangelnde Bewegung, Beweglichkeit und Muskelschwäche. So, genau, was ist die Lösung? Die Lösung, wie wir vorhin gesehen haben, dadurch, dass der Schmerz ja von diesen entzündlichen Substanzen, die im Muskel sich ansammeln, verursacht wird, werden wir diesen nur loswerden, indem wir eben Sauerstoff wieder in den Muskel bringen. Das heißt eben, diesen Druck, den dieser verspannte Muskel eben auslöst, auf die Blutgefäße, auf diese eben abdrückt, müssen wir eben jetzt versuchen, diesen Druck wieder zu reduzieren, damit wieder mehr Blut in den Muskel reinkommt und somit eben dieses Ausschütten dieser entzündlichen Substanzen abgebrochen wird oder eben nicht mehr nötig ist. Denn die entzündlichen Substanzen haben die Aufgabe, eben die Blutgefäße zu erweitern. Aber wenn wir das aktiv machen, dann können wir eben auf diese entzündlichen Substanzen verzichten, eben den Schmerz eben somit loswerden. Ganz kurz. So. Und wie machen wir das? Durch 3 Grundprinzipien. Jetzt sehen wir Schritt für Schritt die 3 Schritte. Schritt für Schritt. So, die drei Prinzipien. Das Wort 3 werdet ihr heute noch einige Mal hören. Verzeiht mir. Also, erstens ist es wichtig, die Muskelverspannungen zu lockern. Warum? Weil vor allem, stellt euch vor, ihr habt wirklich, der eine oder andere kennt es vielleicht, einen Hexenschuss schon mal erlebt im Bereich eben vom Nacken.
da ist es wirklich so, dass man meistens auch den Kopf kaum bewegen kann, geschweige denn da direkt mit Übungen anzufangen. Das geht nicht, weil der Schmerz einfach noch zu stark ist. Das heißt eben, zu viel entzündliche Substanzen sich gerade in diesem Bereich eben befinden. So, das heißt, das Erste, bevor wir eben dann zu den Übungen kommen, das eben Schritt 2 und 3 wäre, ist es wichtig, erstmal diesen akuten Schmerz zu reduzieren. Und dafür eben kann man eben, oder wäre es gut, wenn man die Muskelverspannungen erstmal lockert. Wie macht man das? Entweder ganz typisch, man geht zum Physiotherapeut und der macht das dann manuell, wie ich das natürlich oft auch mache. Oder wie ich es eben gerne meinen Patienten auch eben beibringe oder eben empfehle, speziell bei Beschwerden, die immer wieder auftauchen. Das heißt, wenn ihr Büroarbeiter seid, alle Jahre wieder, zweimal oder zwei, dreimal, blockiert euch hier im Bereich des Nackens. Dann ist der Grundmechanismus, wie es dazu kommt, immer dasselbe. Das heißt, da wäre es gut, wenn ihr eben lernt, diese Stellen zu erkennen, die wichtig sind für euch eben, dass ihr euch um diese kümmert, damit es eben gar nicht dazu kommt. Oder wenn es dazu kommt, dass ihr dann selbst einfach agieren könnt, um eben das Problem zu beheben. So, das heißt eben, der Physiotherapeut, der lockert die verspannten Stellen manuell. Oder ihr könnt das eben zu Hause mit der Physio-Coleman-Gun oder mit einer anderen Massagepistole eben selbst übernehmen. Und das hat den Vorteil, also genauso wie ich im Studio die Muskelverspannungen der Patienten durch Druck, also wenn das die Verspannung ist, werde ich einfach manuellen Druck oder durch manuelle Techniken die Verspannung eben versuchen zu lockern. Indem eben durch den Druck entsteht auch Wärme im Gewebe und es entsteht ein akuter Sauerstoffmangel. Das heißt, ich drücke noch mal mehr auf die verspannte Stelle, stellen wir uns vor, da oben diese Punkte, und gebe da praktisch ein Signal im Körper, okay, die Blutgefäße werden noch mal mehr abgedrückt und das führt dann zu einer sozusagen Gegenreaktion, wo in dem Moment, wo ich dann den Druck eben wieder loslasse, entsteht so eine Gegenreaktion, wo auf einmal eben so viel mehr Blutzufuhr da ist. Also da haben wir so einen Durchblutungsschock. Und dasselbe könnt ihr natürlich eben auch mit der Pistole, mit der Physio-Coleman-Gun eben durchführen, weil die Pistole ja auch ganz kurz. Genau, auch ja mit Druck arbeitet und Vibration. Und das führt eben dazu, dass in der Tiefe, dort wo wir sie eben anwenden, eine erhöhte Durchblutung eben stattfindet. Und die, wie wir eben vorher gesehen haben, durch mehr Durchblutung braucht es dann eben diese entzündlichen Substanzen nicht mehr. Und diese sind ja verantwortlich für den Schmerz. Das heißt, durch eben die durch die Lockerung der Muskelverspannung ist es möglich, erstmal eben diesen akuten Schmerz etwas loszuwerden, um dann eben zu Schritt 2 und 3 zu kommen, wo eben wir dann aktive Übungen durchführen werden. Aber wenn wir am Anfang zu blockiert sind, der Schmerz zu stark ist, dann können wir gar nicht erst zu Schritt 2 und 3 kommen, weil es eben ja zu schmerzhaft einfach ist. So, jetzt gibt's ganz kurz einen Ausschnitt, genau, aus der Physio-Coleman-Gun-App. Warum zeige ich euch das? Weil, also die Massagepistole, es gibt viele Modelle, das ist ja klar, auch verschiedene Preisklassen und so weiter. Aber wenn ihr nicht wisst, welche Stellen für welchen Schmerz ihr zu Hause behandeln sollt, da von mir aus gesehen hat es wenig Sinn, sich überhaupt eine Massagepistole zu kaufen. Ihr werdet 10% der Wirksamkeit der Pistole erfahren, wenn es viel ist. Und hingegen mit Anleitung, da könnt ihr wirklich zu Hause für einen jeglichen Muskelschmerz
eben euren Behandlungsplan durchführen und eben diese Schmerzen selber in den Griff bekommen. Deshalb zeige ich euch ganz kurz jetzt einen Ausschnitt aus der App, wie diese eben aussieht. Ich hoffe, jetzt mache ich da keine größeren Fehler. Ganz kurz. So, Screenshare. Ich teile jetzt den Bildschirm und hoffe, man sieht da was. Gut, also, ja. So, jetzt sind wir eben im Hauptmenü der App. Und zwar gibt es die natürlich auf dem, also ihr könnt diese auf dem PC, auf dem Tablet oder auch auf dem iPhone, also auf dem Smartphone, eben, ja, an, also die ist überall zugänglich. Und da könnt ihr einfach den Schmerzbereich aussuchen. Da ist wirklich der ganze Körper, ist eben abgedeckt. Überall, wo es Muskeln gibt, gibt es eben, also sind diese, ist die Physiokolmangan eben anwendbar. Das heißt eben immer, wir reden immer von Schmerzen, die von Muskelverspannungen ausgelöst werden. So, weil wir eben heute von Nackenschmerzen sprechen, gehen wir eben hier im Bereich von Rückenschmerzen. So, und dann das erste hier sehen wir eben Schmerzen an der Halswirbelsäule. Daneben ist auch immer das Foto, wo eben der rote Punkt zeigt, welche Schmerzen hier in diesem Kapitel behandelt werden. Da seht ihr eine Menge an Kapiteln. Am Anfang eben die Tipps zur Verwendung der Physiokolmangan. 10 Minuten, wo einfach erklärt wird, wie die Pistole verwendet wird, welche Aufsätze und so weiter. Und dann schauen wir uns jetzt hier den Kapitel der Schmerzen an der Halswirbelsäule an. Zum Beispiel, ihr seht, da haben wir eine ganze Reihe von Videos und daneben steht immer der Name des Muskels, das müsst ihr natürlich nicht wissen. Und daneben steht Priorität oder eben nichts. Wo Priorität steht, das sind die Stellen, die eben ganz am Anfang am wichtigsten sind zu behandeln. Jetzt gehen wir da kurz rein. Das wird wirklich nur ganz kurz, 2 Minuten, dass ihr da eben diesen ersten Schritt zur selbstständigen Behandlung eben seht. So, das sind wir jetzt auf dem ersten Behandlungspunkt. So, wir werden jetzt auf den sogenannten Rückenstrecker arbeiten oder eben auch. Genau, im Video ganz kurz, da wird einfach zuerst gezeigt, wo sich der Muskel befindet. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller weiter. So, genau, nur dass einfach klar ist, wo wir in welchem Bereich wir da jetzt arbeiten. Muskeln, die eben von, wie man sieht, von der Schädelbasis links und rechts der Halswirbelsäule entlang eben verlaufen. So. Genau, da kommst du jetzt eben da erkläre ich euch im Video, wie ihr diesen Muskel dann findet und wie ihr eben diesen mit der Pistole bearbeiten könnt. Zuerst eben geht es ums Abtasten. Da hört der Schädel auf und genau wo der Schädel aufhört, da haben wir eben in der Tiefe diese Muskeln. Und jetzt lege ich die Pistole nicht so an, das wäre zu viel Vibration, sondern eben schön seitlich. Da haben wir eben eine Querfriktion und diese Querfriktion ist dann weniger, die stört dann weniger, weil natürlich... Genau. So, ich will euch ja jetzt nicht weiter die App aufzwingen. So, nur dass ihr eben kurz mal gesehen habt, wie diese aufgebaut ist. Wie ihr gesehen habt, das sind eine ganze Reihe von Muskeln. Wieso? Weil wir werden nicht nur den Bereich bearbeiten, der hier zum Beispiel hier hinten am Nacken schmerzt. Denn, wie eben kurz vorhin erwähnt, hier hinten haben wir zwar die Muskulatur, die kompensiert, die uns eben daran hindert, komplett nach vorne zu stürzen. Aber hier an der Vorderseite haben wir ja die ganze Muskulatur, die uns ja nach vorne zieht. Das heißt, wenn wir jetzt nicht auch die vordere Muskulatur lockern und nur hinten im Bereich, wo wir den Schmerz spüren, nur da arbeiten, da wird es nicht lange dauern und wir haben gleich sofort wieder Schmerzen. Das heißt, wir müssen auch immer jene Muskulatur eben bearbeiten, die uns in dieser Position hält. Das heißt eben die Halsmuskulatur, die vordere und auch die gesamte vordere Brustmuskulatur, die uns eben nach vorne zieht. Wenn die Schulterblätter nach vorne gehen, wird auch der Kopf automatisch mit nach vorne gezogen. Und dann kommt es eben hier hinten zu diesen Verspannungen. So, gehen wir weiter.
Jetzt, wo wir eben den akuten Schmerz etwas gelindert haben, weil wir eben die Verspannung gelockert haben, können wir weitergehen zu Schritt Nummer 2, und zwar das Dehnen. Und beim Dehnen, wieso? Weil ein Muskel, der zu sehr verkürzt ist, beziehungsweise eben so unter Spannung ist, bleiben wir immer im Bereich hier des Nackens, der Trapezmuskel, der, wie gesagt, der drückt eben die Blutgefäße ab, aber der hat ja, ein Muskel ist ja wie ein Seil. Das heißt, er fängt hier, ich hoffe, ihr seht mich, so, der fängt hier an der Schulter an und geht dann rauf bis zum Hinterkopf und bis zu den Halswirbeln. Je mehr der zieht, desto mehr blockiert er auch jene Stellen, wo er sich befestigt. Das heißt eben speziell die ganze Halswirbelsäule und eben den Hinterkopf. Das heißt, die Gelenke selbst sind weniger beweglich. Das heißt, durch das Dehnen bringen wir wieder mehr Elastizität in den Muskel rein. Und dann haben wir natürlich auch mehr Beweglichkeit für unsere Gelenke. Und genau das. Und natürlicherweise dieser Zug, den dieser Muskel auch an den Stellen da ausübt, wo er sich ansetzt, im Schulter und eben Halswirbelsäule und Schädelkopf, also Schädelknochen, Schädelbasis, Entschuldigung. Diese Stellen, da werden wir auch natürlich die Spannung spüren. Das heißt, auch der Schmerz dort direkt wird abnehmen, wenn wir eben jetzt den Muskel dehnen. Habe ich was vergessen? Weniger Zugang? Genau. Und auch Steigerung der Blutzufuhr, also wiederum, weil eben dieser Muskel gedehnt wird, ist weniger Druck auf die Blutgefäße. Das heißt auch wiederum weniger Ausschüttung von entzündlichen Substanzen. So. Genau. Und wenn wir das eben gemacht haben, und jetzt zeige ich euch natürlich die Übung, dann erst können wir zu Schritt Nummer 3 übergehen. Das heißt, ihr seht, es ist einfach wichtig, diese Schritte der Reihe nach durchzuführen, um wirklich eine gute Chance auf Genesung eben zu haben. Wenn ihr nur einen Schritt raussucht, vielleicht wird es euch auch besser gehen, sicherlich, aber eben macht frisch die 3 Schritte, dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Okay, zur Dehnübung. Natürlich in diesem Webinar, Dehnübungen gibt es ganz viele. Ich zeige euch nur jetzt die Basisübung. Viel wichtiger ist mir, dass diese 3 Prinzipien klar sind, weil die könnt ihr dann, egal für welche Muskelpartie oder Gelenk anwenden. Gut, zur Dehnübung. Ich setze mich hier seitlich, dann sieht man es vielleicht besser. Und zwar, egal ob ihr die Übung jetzt im Stehen oder im Sitzen durchführt, also das könnt ihr dann aussuchen. Wichtig ist, dass ihr die Schulterblätter nach hinten und nach unten, also zurück und nach unten, weit weg von den Ohren nach unten bringt. Und jetzt wollen wir auch den Kopf etwas nach hinten zurückbringen, als würden wir so eine Art Doppelkinn durchführen. Das heißt aber nicht so, sondern wirklich, es geht darum, als wäre der Kopf auf 2 Schienen und wir bringen ihn nach hinten zurück. So. Denn wir sind ja sonst eher immer in dieser Position nach vorne und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Okay, aus dieser Haltung heraus könnt ihr mit der rechten Hand in diesem Falle, nehmt ihr euren Kopf und bringt ihn dann nach rechts, nach unten und gleichzeitig, jetzt hätte ich mich wieder gerade, sonst sehe ich nicht, ob ihr mich da im Chat verflucht. So. Das heißt, rechte Hand bringt den Kopf nach unten und die linke Schulter, die versucht ihr wirklich nach unten zu drücken, um eben die gesamte hier seitliche Halsmuskulatur zu dehnen. Haltet diese Stellung 30 Sekunden, eine Minute. Es soll nicht schmerzen, aber es soll schon ziehen. Gut. Dann machen wir das Gleiche natürlich auf die andere Seite. Wichtig ist wirklich, dass ihr immer gerade bleibt, dass ihr also nicht den Kopf irgendwie so dehnt, sondern schön aus einer geraden Stellung. Genau. Dann macht dasselbe auch um die Hinterseite zu dehnen. Da könnt ihr eventuell beide Hände eben nehmen und einfach fallen lassen. Ihr braucht da nicht unbedingt mehr zu drücken. Ihr könnt einfach nur den Kopf und die Hände eben fallen lassen.
Das heißt, das Gewicht der Hände wird den Kopf eher etwas nach unten drücken. Auch hier bleibt ihr. Und dann macht dasselbe auch nach hinten. Das ist sehr wichtig, denn wirklich hier vorne, speziell die vordere Halsmuskulatur, die ist immer unter Zug. Die zieht uns wirklich in diese Haltung und ist dann wirklich hauptverantwortlich für diese Schmerzen nach hinten. Genau. Haben wir noch was? Nein, das war zur Dehnübung. Wie gesagt, Dehnübungen gibt es sehr, sehr viele. Mir geht es aber viel mehr darum, dass ihr diese drei Prinzipien versteht, weil diese werden euch wirklich diese Muskelverspannungen, dieses Problem der Muskelverspannungen lösen und auch in Zukunft eben könnt ihr diese somit vermeiden. So, nächster Punkt, weil wir jetzt ja die Beweglichkeit wieder etwas verbessert haben, weil eben der Muskel gedehnt wurde, können wir zu Schritt Nummer 3 übergehen. Und Schritt Nummer 3 ist die Kräftigung. So, die Kräftigung, weil der Muskel, also wir haben ja vorhin gesehen bei den Ursachen, der Grund, wieso der Muskel sich so verspannt und ja Bindegewebsinfiltrationen, das heißt eben dieser Ersatz des Muskelgewebes durch Bindegewebe, das erfolgt ja, weil der Muskel zu schwach ist, seine Aufgabe durchzuführen. Das heißt eben, uns 8 Stunden lang in dieser Position zu halten. Er schafft es nicht mehr, ersetzt dann das Muskelgewebe mit Bindegewebe und dann haben wir eben diese Verspannungen. Gut. Wenn wir jetzt eben den Muskel stärken, ganz kurz, falls der eine oder andere meint, wenn er da hinten zurückgreift und es ist alles hart, das wäre, weil der Muskel stark ist, dann ist das eben nicht so. Im Gegenteil, das heißt immer nur, dass eben inzwischen so eine Verhärtung da ist und wahrscheinlich so viel Bindegewebe sich angesammelt hat, dass eben es allerhöchste Zeit ist, diesen Muskel ein wenig zu stärken, um eben zu verhindern, dass diese Umwandlung in Bindegewebe noch so schneller weitergeht. Also, oder eben sich noch verschlimmert. Das heißt, durch das Stärken des Muskels hat dieser wiederum mehr Kraft, unsere täglichen unsere tägliche falsche Haltung so zu kompensieren. Das heißt eben, auch wenn wir immer noch 8 Stunden lang in der typischen PC-Haltung bleiben, aber wir jetzt eben diesen Muskel stärken, braucht eben dieser nicht mehr auf diese Kompensationsmechanismen zurückzugreifen, weil er einfach stärker geworden ist. Zudem, und das heißt, ihr verhindert eben durch die Kräftigung, dass es zu weiteren Muskelverspannungen kommt. Gleichzeitig, ein starker Muskel stabilisiert natürlich auch die Gelenke. Und natürlicherweise die Gelenke, wenn wir die Position unseres Halses verbessern, was wir eben vorhin gesehen haben. Jetzt auch noch eben mit dieser Übung, die ich jetzt zeigen werde, die Muskulatur stärken. Dann ist das Gelenk wieder in seiner geraden Stellung. Die Muskulatur rundherum, die ist stark. Und eben, ihr verhindert natürlich auch, dass es zur Abnutzung des Gelenks kommt. Das heißt, Arthrose, Schmerzen, die eben dann von der Arthrose auch diese Folgeerscheinungen, die Arthrose eben mit sich bringt. Genau, zur Übung, zur Kräftigungsübung. Wie gesagt, ist wieder nur eine von vielen Übungen, aber wichtig ist einfach, dass ihr diese durchführt, egal wie banal sie sind, aber täglich. Und zwar auch hier wiederum Schulterblätter weit nach unten, Doppelkinn, wie wir es vorhin eben gesehen haben, dass ihr einfach, ich zeige es nochmal von der Seite, dass ihr da wirklich schön gerade seid, Schulterblätter nach hinten und nach unten, Doppelkinn, okay. Und jetzt praktisch werden wir unsere Gelenke, das heißt die ganze und die gesamte Muskulatur rund um den Hals, genau in dieser Position stärken. Okay, bitte, die Position ist wichtig, denn wenn ihr jetzt die Übung so macht, dann stärkt ihr die Muskulatur genau in dieser Position, in dieser falschen Position. Also ihr verfestigt so diese falsche Position. Das wollen wir natürlich nicht. So. Also, wie gesagt, gerade Haltung, dann mit der Hand werdet ihr jetzt praktisch Druck nach links ausüben,
und mit dem Kopf müsst ihr jedoch immer noch dagegen halten. Und das macht ihr 30 Sekunden. Könnt natürlich den Druck dann mit der Hand regulieren. Halten, 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 halten. Schaut immer wirklich sehr gerade zu sein. So, ich schaue mich in der Kamera an und mir kommt vor, ich bin nicht so gerade. Aber könnt ihr mich eventuell im Chat korrigieren. So, da drücken. Und dann natürlich dasselbe auf der anderen Seite durchführen. Anfangs könnt ihr noch etwas wenig Druck ausüben und dann immer mehr. Das ist wirklich hier, um die ganze Muskulatur zu stärken. So, dasselbe könnt ihr auch, solltet ihr auch vorne hier durchführen. Könnt ihr eben eventuell mit beiden Händen den Widerstand eben durchführen. Oder auch nur mit einer, um eben hier vorne auch die Muskeln zu aktivieren. Und danach dasselbe natürlich auch nach hinten. Das heißt, ich drücke jetzt wieder mit dem Kopf nach hinten zurück und halte auch hier diese 30 Sekunden. Okay. Wiederholt das Ganze mindestens 4-mal pro Tag. Also speziell eben, wie wir heute eben reden, von Nackenschmerzen. Diese Übungen sind extrem wichtig. Diese werden auch von den Formel-1-Fahrern durchgeführt, von den Jet-Piloten, weil eben diese auch ständig durch den Druck, den sie ausgesetzt sind, da brauchen sie eben eine starke Muskulatur. Und ja, ihr seid keine Piloten, ist ja klar, aber ihr wisst gar nicht, wie viel Kilos auf jeden einzelnen Halswirbel lasten, wenn ihr in dieser Position euch befindet. Deshalb extrem, extrem wichtig, bitte eben kräftigen. So, ich bin wiederum, ja, statt 20 Minuten sind es 35 Minuten geworden. Tut mir leid. Erstes Webinar, mit den Zeiten bin ich noch etwas ungeschickt. So, die Zusammenfassung noch ganz kurz. Und dann gerne, wie gesagt, könnt ihr eure Fragen in den Chat reinschreiben. Ich werde diese jetzt gleich am Ende des Webinars gerne beantworten. Die Zusammenfassung, das Wichtigste, was mir einfach was mir wirklich am Herzen liegt, dass ihr das versteht, dass die drei Prinzipien, also der erste Schritt, die Muskelverhärtungen lockern, die Verspannung einfach zu lockern, sei es ihr geht zum Physiotherapeuten oder ihr macht das eben mit der Physio-Kollmann-Gun, um eben diesen akuten Schmerz erstmal loszuwerden, sofort mehr Sauerstoff in den Muskeln zu bringen. Schritt Nummer 2, das Dehnen, um eben die genug Gelenksfreiheit zu haben, um dann eben und natürlich auch nochmal mehr den Schmerz zu reduzieren und dann eben zu Schritt Nummer 3 zu kommen, und zwar eben zur Kräftigung, um eben nochmal die Gelenke, die Halswirbel praktisch zu stabilisieren und zukünftige Muskelverhärtungen eben vorzubeugen. So. Das war's. Ich gebe euch jetzt noch den Gutscheincode, der ist nur für heute gültig. Die Pistole vom Originalpreis 299, die gibt's heute um 199 Euro. Pistole inklusive natürlich die App, denn wie gesagt, meinerseits hat es wenig Sinn, eine Pistole ohne Anleitung zu verwenden. Und da gibt es natürlich auch den persönlichen Behandlungsplan dazu, das heißt in einem kurzen Video, den ihr mir zuschickt, oder auch könnt ihr auch schriftlich machen durch ein Formular, könnt ihr eure Schmerzsituation erklären. Das Formular habe ich eben bereits, also das Formular, das wird euch zugeschickt, und da steht genau die Fragen, die ihr beantworten sollt, damit ich verstehe, was für einen Schmerz ihr habt, wo er sich befindet, wann er ausgelöst wird und so weiter. Und genau. Was wollte ich noch sagen? Genau, zu den Fragen, falls ihr Fragen habt, schaue ich nach im Chat. Nein, ich sehe mal gar nichts. Falls euch irgendwelche Fragen später einfallen, ihr könnt natürlich auch gerne diese per E-Mail mir zuschicken. Ich werde diese gerne beantworten. Jeden Dienstag gibt es neue Videos zum Thema selbstständig Schmerzen lösen auf YouTube. Ich poste sie zwar auch auf Facebook, aber der YouTube-Kanal ist etwas konstanter.
So, danke fürs Zuschauen. Genau, der Code, ganz kurz noch, der Code ist einzugeben am Ende des Checkouts, also am Abschluss, beim Kaufabschluss, wem es interessiert. So, danke fürs Zuschauen und ich freue mich, Chat. Sehr, okay, danke Angelika, freut mich, dass es gepasst hat. Super. Gut, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Webinar. Tschüss.